Hallo und herzlich willkommen zu DM Mitgefragt. Ich begrüße euch heute direkt aus dem Himmel, denn wir sind heute den ganzen Tag lang bei P2 und zeigen euch die Produktion und Herstellung von Mascara, Lippenstiften und Make-up. Und wir erklären euch, warum P2 eigentlich so knallige Farben hat. Ich bin gespannt, los geht's. Verena, Traum aller Frauen, Kosmetik über Kosmetik. Viele unserer User wollten wissen, und die Frage ist ja auch total naheliegend, was verbirgt sich denn hinter dem Namen P2? Hinter P2 Cosmetics verbirgt sich die Exklusivmarke von DM Drogeriemarkt. Die Marke gibt es jetzt seit genau 10 Jahren. Wir haben jetzt über 400 Produkte in den Märkten. Wir wollen immer die neuesten Trends und Farben anbieten und bieten eigentlich alles rund um das Thema dekorative Kosmetik an. Du hast 400 Produkte, vielleicht kannst du es nochmal runterbrechen, was ihr genau macht. Wir haben zum einen die Nagelpflege hier links, dann haben wir natürlich hier in dem Bereich alles, was zum Thema Farbnagellacke, perfektes Augen-Make-up von Lidschatten, Mascara, Eyeliner etc. Unten haben wir noch alles zum Thema Teint und Make-up. Dann Lippenstifte, Lipglosse, alles zum Thema Lippenfarbe. Und neu haben wir jetzt unsere Professional-Linie, die einfach alles rund um das Thema zur Vorbereitung oder auch zum Finish von einem perfekten Make-up anbietet. Woher bezieht ihr denn eure Ideen für die Limited Editions? Es gibt mehrere Wege, über die wir unsere Ideen beziehen. Zum einen arbeiten wir mit renommierten Trendhäusern zusammen, die sich damit mit den Trends beschäftigen. Dann sind wir in den Trendmetropolen der Welt unterwegs, wo wir einfach Storechecks machen und uns anschauen, was da gerade Trend ist. Der Pauline ist aufgefallen, dass ihr euer Sortiment relativ oft auswechselt. Gibt es dafür irgendwie einen bestimmten Grund? Also wir tauschen unser Sortiment zweimal im Jahr aus. Das ist einmal im März und einmal im September. Das machen wir immer dann zum Frühjahr, Sommer und zum Herbst, Winter. Da passen wir uns einfach an die Modeindustrie an, die ja auch immer Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter hat. Wie schafft es denn P2 so günstig zu sein und auch zu bleiben? Wir schaffen es dadurch so günstig zu sein, dass wir keine teuren Werbemaßnahmen einsetzen. Das heißt, wir drehen keine teuren Werbefilme oder schalten Anzeigen, sondern wir können das, was wir dadurch einsparen, direkt an den Endverbraucher, den Kunden weitergeben. Verena, eine Frage, die uns in Bezug auf Kosmetik natürlich auch immer wieder gestellt wird, ist das Thema Tierversuche. Wie hält es P2 damit? Wir machen keine Tierversuche, wir geben auch keine in Auftrag und auch unsere Partner und Vorlieferanten haben sich dazu verpflichtet, dies nicht zu tun. Eva, wir sind jetzt hier im Farblabor und Farbe ist auch so ein bisschen das Markenzeichen von P2. Ihr habt extrem knallige Farben und ihr habt eine große Bandbreite an Farbnuancen. Wie kommt ihr denn auf diese Farben? Also einerseits machen wir permanent weltweit Storechecks. Auf der anderen Seite arbeiten wir mit den Top-Trendhäusern, die uns mit Farbpaletten ausstatten pro Saison. Und darauf werden die Farben dann auch abgestimmt. Und dann arbeiten wir natürlich auch sehr eng mit unseren Partnern, die uns immer wieder innovative Texturen und auch Einzelfarben entwickeln. Und die werden dann auch umgesetzt. Eure Namen sind auch ziemlich einprägsam und auch ausgefallen. Das hier heißt zum Beispiel jetzt Broadway. Wie kommt ihr auf euren Namen? Also das ist einfach etwas, das wir im P2-Team miteinander entwickeln. Das ist unser kreativer Beitrag hier. Und wir freuen uns auch, wenn wir über unsere Facebook-Seite Namensvorschläge für Einzelfarben bekommen. Die können durchaus dann auch umgesetzt werden. Das heißt also, dass ihr auf der Facebook-Seite von P2 eurer Kreativität vollen Lauf lassen könnt. Ihr Lieben, wir sind jetzt hier in der Produktion von P2 und wie ihr das aus unseren anderen Beiträgen kennt, müssen wir beide hier wieder mal etwas lauter sprechen. Mareike, mir und den Usern brennt natürlich die Frage unter den Nägeln, wie wird denn eigentlich Mascara und Lippenstift hergestellt? Ja, also Lippenstift ist eins unserer einfachsten Produkte, was wir haben zum Herstellen. Da werden eigentlich nur die Rohstoffe eingewogen und in einen heißen Kessel zum Aufschmelzen gegeben. Nachher kommen ihnen dann die verschiedenen Farbpigmente dazu, wird halt, ne, je nach Kundenwunsch der Lippenstift eingefärbt und wird dann die Masse abgekühlt, dann an die Maschine gegeben und da halt gegossen. Bei Mascara ist es ein bisschen komplizierter, das ist eine Emulsion. Da muss man versuchen, eine heiße Wasserphase und eine heiße Fettphase zusammenzubringen.
Die wird mit einem Emulgator vermischt, sodass eine Art Creme entsteht, die dann eben eingefärbt wird in Schwarz, in Braun, mit verlängernden Komponenten, je nachdem, wie der Kunde sich das eben wünscht. Mareike, ich habe den expliziten Auftrag von einem unserer User, diese Frage unbedingt zu stellen. Ist es tatsächlich so, dass für Lippenstifte Gelatine verwendet wird? Nein, das ist nicht so. Also wir verwenden in unseren Lippenstiften und auch in anderen Produkten keine Gelatine. Das Einzige, was wir einsetzen, sind natürliche Wachse und Öle, die eben unsere Produkte so gut machen. Verena, bei dieser großen Auswahl von Farben und Produkten kann man ja auch mal ganz schnell überfordert sein, was man damit eigentlich alles machen kann. Und da wäre es doch nicht schlecht, wenn man mal so ein bisschen an die Hand genommen wird. Und das deckt sich mit der Frage von Peach Girl. Die wollte nämlich gerne wissen, ob ihr auch sowas plant wie einen YouTube-Channel mit Schminkvideos, Schminktipps. Ja, also wir planen was. Wir gehen jetzt auch sogar noch im November in den Dreh. Das heißt, in diesem Jahr wird auch noch was kommen. Das heißt, da kann man sich schon richtig drauf freuen, weil wir einfach da auch was anbieten möchten. Danke, Verena. Danke an euch. Ihr habt diesmal wirklich super viele Fragen eingesendet. Ich hatte einen tollen Tag, einen spannenden Tag, viele spannende Einblicke. Ich hoffe, ich spreche da ganz in eurem Sinne. Und für euch noch zur Info, unseren YouTube-Kanal, den kann man auch abonnieren. Das war's von mir. Bis bald. Ciao.